Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, ich bin gerade im Bürgerpark Bremen, hinterm Parkhotel. Ich treffe mich jetzt gleich mit Toilette TV und mit Natururin. Wir wollen ein bisschen durch Bremen laufen und das Ganze werde ich vloggen. Ja, ich sehe die beiden, glaube ich, auch schon. Ich glaube, das sind sie. Mal schauen. Auf jeden Fall hoffe ich mal, dass wir ein paar Kilometer zusammen kriegen heute. Jetzt stehen wir zu dritt hier mit den Kameras. Ja. Schweinen gefunden. Ja, wir haben Schweine gefunden. Und ich habe noch ein Schwein gefunden. Natururin ist da. Und sein Bruder Tourday TV. Ja. Genau. Ja, Schweine. Jo, genau, wir sind wieder raus aus dem Bürgerpark. Wir laufen jetzt Richtung Stern. Falls euch das was sagt, das ist so eine ganz komische Kreuzung, Kreisverkehr, totales Durcheinander da. Dann fährt noch eine Straßenbahn quer drüber und Fahrradfahrer überall drin und so weiter. Da laufen wir jetzt mal eben hin und danach geht es dann weiter Richtung City rein, also Richtung Bremer Stadtmusikanten. Und dann wahrscheinlich noch in Schnur, aber das müssen wir gleich mal schauen, weil Tourday TV da hinten, ich weiß nicht, ob man den sieht gerade, der will sich einfach Bremen angucken und will hier eine Runde durch Bremen machen und sich so ein paar Sehenswürdigkeiten angucken. Deswegen sind wir eigentlich unterwegs. So, und er hat halt ein paar Sachen auf dem Plan. Mal gucken, ob wir das alles so heute schaffen. Und Natururin, der hat seinen Wagen dabei, der will heute noch irgendwo draußen übernachten und kochen. Ja, schauen wir mal, was das alles so wird. Auf jeden Fall, Bürgerpark haben wir abgeschlossen. Wir waren im Tiergehege. Die beiden anderen haben sich dann so noch den Bürgerpark schon angeguckt. Ich bin ja etwas später zu denen gekommen. Die sind schon seit, glaube ich, seit 11 Uhr unterwegs. Und ja, jetzt geht es erstmal Richtung Stadt wieder. Die Bremer Schuldenanzeige mal wieder. Ich glaube, die habe ich schon mal gezeigt. Ja, aktuell sind es, kann man gut sagen, 23 Milliarden Euro. Und mein persönlicher Anteil wären 33.822 Euro Schulden, die ich hätte. Und es steigt. Ja, wir sind jetzt quer durch die Stadt gelaufen. Ich habe da gar nicht so viel gefilmt. Wir waren bei den Bremer Stadtmusikanten, am Roland waren wir. Ich habe ihm den Spuckstein gezeigt. Und ja, jetzt sind wir gerade bei der Schuldenanzeige. Das war halt mega voll da gerade. Deswegen habe ich da gar nicht so großartig gefilmt. Überall Menschen. Naja, aber es ist halt Samstag und wir sind in der Stadt. Jetzt laufen wir Richtung Schnur. Da wird es wahrscheinlich auch voll, aber ich hoffe, dass ich da ein bisschen mehr filmen kann. Ja, wir sind jetzt noch am Schnur. Und wie man im Hintergrund sieht, ist das auch wieder mega voll. Also du bist da kaum durchgekommen eben. Ja, wir gehen jetzt erstmal in die Schlachte. Und dann wahrscheinlich Richtung Weserstadion wollen wir auf jeden Fall. Umgedrehte Kommode nochmal rüber gucken und zum Weserwehr. Ja, das sind so die nächsten Ziele. Wir sind gerade im Kunsttunnel. Und Natururin, hey. Was macht man hier im Kunsttunnel? Hier machen wir Musik. Hier machen wir Musik. Oh ja.
Langsam wird es ein bisschen dunkler. Die Wiese da hinter mir. Und wir stehen jetzt gerade am Weserstadion. Boah, viel zu groß, das kriege ich gar nicht drauf. Ja. Wir laufen immer noch Richtung Weserwehr. Die anderen sind da hinten irgendwo. Ja, mal gucken. Alles gut. Der Mond scheint da oben auch die ganze Zeit. Den sieht man wahrscheinlich gar nicht. Ja. Jetzt kommt das Stadionbad. Und dann der Sportgarten. Sportgarten. Da war ich früher viel BMX fahren. Und ich muss mich gerade so ein bisschen konzentrieren. Ich laufe auf so eine Mauer, wenn man das sieht. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Wegen Sportgarten, genau. Da war ich früher viel BMX fahren. Ich weiß nicht, ob das einige wissen. Ich bin viele Jahre lang BMX gefahren. Fahre auch ab und zu zwischendurch nochmal. Also ich habe mein Rad noch. Aber habe das durch Arbeit habe ich eigentlich aufgehört damit, weil ich einfach viel zu tun hatte und eigentlich immer nur unterwegs war, quer durch die ganze Welt, kann man fast sagen. Hier kann man Stadionbad einsehen. Erstmal Weserstadion und Stadionbad. Ich hoffe, das ist so ein bisschen drauf. Ja. Ich weiß nicht, hier Tour der TV, also der Bruder von Natururin, der hat irgendwie vorhin gesagt, 6 Kilometer wären wir schon gelaufen. Ich habe das alles aber nicht getrackt. Auf die Kilometer kommt es mir heute auch gar nicht drauf an. Es ist einfach nur so ein bisschen mit dem Mitlaufen. Weil ursprünglich war geplant, dass wir nach Kiel fahren. Ein bisschen durch Kiel laufen, dort dann irgendwo zu übernachten und am nächsten Tag zurückfahren. Aber das hätte halt alles so nicht funktioniert mit der Schule von dem Bruder von der Tourin, also Tour der TV. Ist übrigens unten verlinkt. Könnt ihr mal nachschauen, da macht auch ganz coole Videos. Ein bisschen Lost Place macht er, ein bisschen Wanderungen und so. Ja, oder so Outdoor und Lost Place auf jeden Fall. Wir sind am Weserwehr angekommen und ich sehe gar nicht genau, wo ich hinlaufe, weil ich direkt hier am Wasser stehe. Man sieht das wahrscheinlich überhaupt nicht hinter mir. Naja, auf jeden Fall sind wir am Weserwehr angekommen. Leider ist es zu dunkel. Ich hätte gerne noch ein bisschen was aufgenommen hier, weil das sieht echt krass aus mit diesem ganzen Schaum auf dem Wasser und den ganzen Wellen hier und so. Da oben fliegen die ganze Zeit Flugzeuge rein drüber, Richtung Flughafen da, da sieht man immer hier alles schön. Ja. Naja, wir sind auf jeden Fall hier und wissen jetzt noch gar nicht genau, was wir machen. Ich denke mal, wir warten jetzt hier ein bisschen, also bleiben hier ein bisschen und trinken noch ein Bier.
Er hier ist dazugekommen. Was mache ich denn hier? Wie kann das denn sein? Pierre. Und... Warst du nicht gestern noch in den Alpen? Ja. War doch, oder? Ja, ich war jetzt letztes Mal. Oder bin ich jetzt da? Wir sind alle da. Oder so. Kalt ist es auf jeden Fall. Kalt ist es auf jeden Fall. Hallo. Ja. Nee. Wir gelaufen jetzt... GmbU-Base haben wir getroffen hier. Oh, oh. Mhm. Getroffen. Ja. Ja. Ich mache immer gerne... Das ist wieder das Licht weg. So, das Licht ist weg. Mal gucken. So. Ja, so sieht man mich. Mein ja. Bruder und Marvin sitzen hier auch. Ja, so wie das aussieht, sind wir jetzt bei Naturgurin zu Hause angekommen. Wir sitzen ja jetzt hier gerade rum und trinken Bier. Und wir quatschen alle durcheinander. Ja genau, das machen wir jetzt gerade. Das ist voll geil. Ja. Nein, wir quatschen alle durcheinander. Da ist ihm was abgefallen. Ja, und da war der Ton dann komplett weg. Ich weiß nicht, was ich da eingestellt habe. Auf jeden Fall war der viel zu laut aufgenommen. Hat, war alles sehr verzerrt und so. Dafür nochmal Entschuldigung. Ich hoffe, das wird beim nächsten Video etwas besser. Und warum das beim letzten ganz weg war, weiß ich nicht. Vielleicht habe ich vergessen, mein Mikrofon einzuschalten. Aber irgendwie ist auch so ein bisschen Ton da. Naja, aber ich sage auch gar nichts Interessantes mehr. Wirklich, ich sage an denen nur noch Tschüss und schaut bei den anderen vorbei. Ja, und ich hoffe, man sieht sich im nächsten Video.